Guten Tag, liebe Besucher. Ich bin Konrad Rennert und ich begrüße Sie hier auf meiner neuesten Moodle-Plattform. Da möchte ich Ihnen heute einen Kurs vorstellen, Bewerben mit Word 2013. Hintergrund ist meine Tätigkeit in einem Berufsförderungswerk. Und da ist meine Aufgabe jetzt, dass ich Kursteilnehmer damit vertraut machen soll, wie man sich bewirbt. Das ist für diese Gruppe notwendig, weil sie müssen sich im Laufe der Ausbildung mehrfach um Praktikumsplätze bewerben und am Ende der Ausbildung natürlich auch um eine Stelle. Und damit ich das möglichst realistisch mache, habe ich mich in die Lage reinversetzt und habe auch selbst ein Anschreiben und einen Lebenslauf geschrieben und den finden Sie auch in den Übungen zu diesem Moodle-Kurs. Sie können sich als Gast anmelden, dazu klicken Sie auf Bewerben mit Word 2013. Da sehen Sie, hier gibt es die Option als Gast anmelden. Damit kann man nicht alles machen, was die Kursteilnehmer machen, aber Sie können sich schon mal einen Überblick verschaffen, um was es dort geht. Sie sehen hier den Kurs als Gast. In der Einleitung sind grundsätzlich Dinge beschrieben, die es bei Bewerbungen zu beachten gibt. Ich gehe davon aus, dass Sie die Grundzüge von Word schon können. Und Word 2013 habe ich hier auch verwendet, weil es zurzeit als Beta- oder als Testversion kostenlos heruntergeladen werden kann und damit für Sie auch mit keinen Kosten verbunden ist. Wenn Sie ältere Versionen davon kennen, dann kommen Sie damit wahrscheinlich sehr gut klar. Es ist zwar das, was auf den Registern steht, in Englisch, aber der Aufbau ist sehr ähnlich dem, was Sie von der Version 2007 oder 2010 her kennen. Die Basis, sagte ich schon, sind Ihre Vorkenntnisse in Word und vor allen Dingen aus der Schulzeit. Und da hat man Ihnen hoffentlich gesagt, worauf es in Bewerbung ankommt. Da soll im Anschreiben, im Lebenslauf ersichtlich sein, wer ist man, was kann man und warum möchte man diese Stelle haben. Sie finden das zunächst in den Übungen an meinem Beispiel, aber wenn Sie das denn zum Üben der Formatierung von Zeichen und Absatz genutzt haben, dann sollten Sie natürlich Ihr eigenes Anschreiben erstellen und sollten da auch eigene Formulierungen wählen und nicht irgendwelche Musterbewerbungen. Das macht keinen guten Eindruck, weil jeder Personaler weiß, was ist da irgendwo abgeschrieben und wer da beim ersten Gespräch schon offensichtlich nicht diese Sprache verwendet, die da im Anschreiben steht, für den ist das dann einfach nur peinlich. Ich will hier nicht ganz auf die Details eingehen. Man kann hier weiteres auch bei der Süddeutschen Zeitung finden und das ist also eine gute Vorbereitung. Da wird auch noch in der Einleitung gesagt, dass es heute durchaus sinnvoll ist, auch einen Teil seiner Bewerbung ins Internet zu verlagern. Und da haben wir hier von einem Berufsförderungswerk in Hamm ein paar Fallbeispiele. Darauf kann man eingehen. So viel zur Einleitung, das können Sie ja dann selbst lesen. Übung 1 basiert auf meinem eigenen Anschreiben und meinem Lebenslauf. Und das kann man dann hier auch bei den Übungsdateien einsehen. Als Gast kommen Sie da nicht ran, aber wenn Sie sich anmelden, und das kostet Sie auch nicht, Sie müssten dann nur eine E-Mail-Adresse angeben, an die Sie dann den Bestätigungslink gesendet bekommen, dann können Sie die Übungsdateien ansehen. Ich zeige Ihnen aber trotzdem schon mal was daraus. Da steht dann mein Anschreiben, Sie sehen, ist hier die Word-Version 2013 und da kommt Ihnen sicherlich vieles bekannt vor, außer dass das jetzt nicht so bunt ist, hat sich der Aufbau der einzelnen Bereiche hier der Registerkarten kaum geändert, ist hier allerdings in Englisch. Und da sehen Sie, da steht hier oben meine Absenderdaten, dann die Adresse, das ist also dann später schon vorhanden, aber nicht formatiert. Das heißt, man muss das also so formatieren, dass das hinterher auf eine Seite passt. Also dieser Text, den bekommen Sie zur Verfügung gestellt. Und das ist also die erste Übung. In der Übung 2, da ist dann Aufgabe, dass man das, was Sie hier gesehen haben, in der Übung 1, am eigenen Beispiel formulieren und natürlich auch entsprechend formatieren, so wie das ja eben Gegenstand der ersten Übung war. Damit das einen realistischen Hintergrund hat, habe ich hier eine Jobbörse genannt, stepstone.de.
Und da sollen sich dann die Kursteilnehmer einen Beruf, der ihre Ausbildung, zu ihrer Ausbildung passt, heraussuchen und dort auf eine der Stellenanzeigen eine fiktive Bewerbung schreiben, zunächst also ein Anschreiben. Klicke mal hierauf, damit man sieht, das funktioniert auch so. Bin jetzt bei StepStone, das ist eine der bekanntesten Jobbörsen, und da gebe ich jetzt mal ein Fachinformatiker. Und da haben wir das dann auch schon hier. Das ist nämlich der Bereich, mit dem ich es gerade zu tun habe. Ich habe das also eingegeben und klicke auf Suchen. Und da sehe ich jetzt hier einige Angebote, die sich an Fachinformatiker wenden. Suche ich mir jetzt was raus, zum Beispiel, was haben wir denn hier, Netzwerkadministrator in Stuttgart, das ist also nicht weit weg von der Ecke, wo ich gerade tätig bin. Da stellt sich dann der Arbeitgeber vor, die Aufgaben sind hier beschrieben, vor allen Dingen die Qualifikation. Und da sollte man natürlich dann schauen, passt das denn zum eigenen Plan, zu der eigenen Ausbildung, zu den eigenen Qualifikationen. Darauf muss man dann in dieser Bewerbung eingehen. Ich gehe jetzt mal wieder zurück. 1, 2, 3. Jetzt bin ich wieder hier. Das ist also Gegenstand der Übung 2, sich so ein Stellenangebot rauszusuchen und ein Anschreiben und dazu zu verfassen. In der Übung 3, da geht es dann um den Lebenslauf. Den habe ich hier auch schon von mir bereitgestellt. Da sehen Sie mich auch mal hier im Bild. Sollte man darauf achten, dass der Blick dann so Richtung dem Text gerichtet ist und nicht nach rechts außen. Und da sehen Sie also, das ist hier eine Tabelle, wobei man nur hier eine Linie sichtbar macht, aber jeweils Adresse, Kontaktdaten stehen in einer Tabellenzeile. Und da bekommen Sie zunächst auch genau meine Daten, die hier stehen, nur als Text, damit Sie das nicht nochmal abschreiben müssen. Und das müssen Sie dann, wenn Sie die Übung durchführen, in Form bringen, sodass dann hinterher das Ganze auf eine Seite oder hier anderthalb Seiten passt. Ich bin ja schon ein älteres Semester und da habe ich ab dem Ende meiner Schulzeit 1974 alles geschrieben, was ich da seitdem so getrieben habe. Und das ist der Lebenslauf von mir und dazu gibt es dann auch ein Bild, damit Sie das dann auch üben können, dass das hinterher genauso aussieht. In der Übung 3 war also meine Daten zu verarbeiten und da sind auch die Dateien, die hier im Ordner sind, kommen wir aber jetzt als Gast nicht ran. Sie sehen, da ist also nichts zu machen. Die stehen aber zur Verfügung, wenn man sich anmeldet. Das heißt, ich will mich jetzt vielleicht mal anmelden, damit Sie sehen, das ist auch so. Klicke hier oben auf Login und da gibt es einen Anmeldenamen und dazu kann ich mich dann anmelden. Und jetzt sehen Sie, jetzt bin ich mit Wilhelm Rennert angemeldet. Das ist einer meiner Vornamen, die ich aber nie benutze, aber hier ist es gut zu sehen. Sie sehen, sieht genauso aus wie für die Gäste, nur wenn ich jetzt bei den Übungsdateien schaue, hier zu Übung 1, da sehen Sie, hier gibt es dann eine Übung als Bilddatei und die kann man dann öffnen und dann sieht man das im PDF-Format und Sie können dann vergleichen, ob Ihr Werk dann dem sehr nahe kommt. Und dann gibt es das auch als Textdatei zur Übung 1. Ich öffne das hier auch nochmal. Da sehen Sie, da steht wirklich nur das Ganze als unformatierter Text. Das heißt, der Text aus der Kopfzeile fehlt sogar. Da müssten Sie den Konrad Rennert da noch eintragen. So, das ist hier Übung 1. Ich gehe jetzt auf die Übung 3 ein. Da war ich ja eben stehen geblieben. Da gibt es also auch die Übungsdateien. Da sind dann ein paar mehr. Da sehen Sie, da ist auch das Bewerbungsfoto. Und das, was da in meinem Lebenslauf steht, nur als Text, der dann so zu formatieren ist, dass er aussieht, wie hinterher in der Bilddatei zu betrachten ist. So, da gehe ich nochmal zurück. Übung 4 ist also so zu verstehen, dass man das dann mit den eigenen Daten macht, was wir eben gesehen haben. In der Übung 5, da sollen dann
Anschreiben und Lebenslauf zusammengefasst werden. Das heißt, Sie sehen also hier Anschreiben, Lebenslauf. Wer kann, sollte da auch schon eine Fußzeile machen, damit man das nochmal übt. Wenn das nicht der Fall ist, denke ich, dann ist das auch noch nicht so tragisch. Nach dem Lebenslauf sind dann die Zeugnisse einzuführen. Da sehen Sie also auch was von mir, also sogar echte Zeugnisse, aber schon lange zurückliegend. Diese Firma gibt es auch schon gar nicht mehr. Aber so ist dann die Aufgabe strukturiert, die hier als fünfte ansteht. In der sechsten Übung, da sollen Sie das Ganze dann mit Ihren Daten machen, die Sie schon in der Übung 2 und 4 angelegt haben. Und hier müssen Sie dann gegebenenfalls Ihre Unterlagen scannen und diese dann auch in dieses Word-Dokument einfügen. Das, was hier als Übung 7 steht, das ist eine Option. Manche Kursteilnehmer, manche Seminarteilnehmer haben noch keine eigene E-Mail-Adresse. Und die kann man sich dann anlegen. Und zwar gibt es da die Möglichkeit, bei web.de oder bei anderen Anbietern das als sogenannte Freemail zu machen. Das heißt, da hat man ein paar Megabyte, die man da bereitgestellt bekommt. Und da kann man seinen elektronischen Schriftverkehr abwickeln. Dann ist das kostenlos. Wer mehr braucht, der kann dann für ein paar Euro im Monat ein Konto, ein E-Mail-Konto bekommen, wo er dann mehr machen kann. Und da haben wir hier eine Beschreibung und da sieht man dann auch, ich habe mich auch angemeldet bei web.de, habe zwar eigene E-Mail-Adressen, aber damit man das dann auch realistisch durchführen kann und auch zeigen kann, habe ich das mal gemacht. Und da sieht man, ich habe hier 12 MB, 500 E-Mails kann ich da speichern. Wie man das ausfüllt und wo man da die Hilfe bekommt, das ist hier in diesem Bild zu sehen. Und zum Schluss gibt es dann noch ein paar Tipps. Die letzte Zeile, na dann viel Erfolg beim elektronischen Versand Ihrer Bewerbung. Das ist ein guter Abschluss für dieses Video.